und herzlich willkommen zu unserem Kanal Update im April. April, April, der macht, was er will. Das ist das Motto dieses Kanals. Also, und es ist auch kein April-Scherz, denn genau, das werde ich am 1. April hochladen, das Video hier. Unsere Kanalvorschau, was passiert, was ist neu, was ist alt, was geht nicht. Ihr seht unsere vier Kandidaten, die gibt es regelmäßig. Wer hier Lust drauf hat, Garden Life, Bardstale 4, Baldur's Gate 3 und Starfield. Sonntag kann ich leider noch nicht mit unserer Industrialisierung weitermachen, wer hier Lust drauf hat, weil das zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Hier, da müsste ich schneiden, da müsste ich mich einlesen, da müsste ich ja ganz viel noch reinproduzieren. Zurzeit geht es tatsächlich nicht. Weil ich bin jetzt tatsächlich die ganze Zeit, ich sage sehr viel tatsächlich, merke ich. Das soll ich mal wieder abgewöhnen. Manchmal hat man so ein Füllwort drin, es nervt. Ne? Ihr wisst, alles, was zu oft kommt, nervt, wie nice oder sowas. Also mich persönlich nervt es. Deswegen möchte ich auch sowas vermeiden oder versuchen zu vermeiden. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, Geschichte erleben. Deswegen ist hier erstmal Ruse, ein Zweite Weltkrieg-Strategiespiel. Wer da Lust drauf hat, kann sich das ein bisschen antun, immer am Sonntag. Was ich neu reingenommen habe mit Diablo oder in Diablo-Manier, ist, ihr seht es bei unregelmäßig im wöchentlichen Wechsel, Path of Exile. Und am Anfang, ich hätte nie gedacht, dass ich an dem Spiel Spaß finde. Und es wird ja immer gesagt, ich sag's auch im Video selbst, es wird ja immer gesagt, das ist so für Einsteiger und für Gelegenheitsspiele so gar nichts. Ich habe tatsächlich jetzt schon 5 Folgen vorproduziert, weil es echt viel Spaß gemacht hat, weil draußen das Wetter gerade so ist, wie es ist. Da macht man seinen Spaziergang eine Stunde und dann geht man am besten wieder rein. Aber die ganze Zeit war ich draußen mit dem Kajak. Ihr werdet wahrscheinlich bei hier Walking Through the Nature, bei echte Wanderung, wenn ich dazu dann komme, werdet ihr einen kleinen Ausschnitt daraus sehen, wo ich entlang gefahren bin. Aber wo war ich bei Path of Exile? Echt schön, finde ich. Vor allen Dingen, es hat im Unterschied zu Diablo, was viel besser inszeniert ist. Diablo mag ich, weil es sehr schön inszeniert ist. Aber von den Möglichkeiten her und von dem Skillbaum her, da bin ich echt begeistert vom Path of Exile. Wir haben ein weiteres Spiel neu drin, War Tales, was ich immer Samstag mal reinschleudere, so ich denn noch Zeit habe. Es kommt ja bald die Sommerpause, ihr seht es unten schon. Am 1.6. ist nicht mehr lange hin. Praktisch nur noch den Monat und den nächsten. Da machen wir wieder eine lange, lange Sommerpause. Und ja, mit War Tales kann man so auch so eine Geschichte erzählen, die keine Geschichte richtig hat, die einfach aus den Ausrüstungen heraus, aus dem Kopfgeld herauskommt, aus dem, wie sich die Gruppe entwickelt. Mir gefällt das ganze Ding richtig, richtig, richtig gut, um ehrlich zu sein. Genau. Lords of the Fallen kommt ab und zu mal. Habe ich richtig Spaß dran. Müsste auch dann bald wieder mal eine Folge. Ich habe sie schon geschnitten und die liegt bereit. Ich muss sie nur noch freigeben. Also die ist auch hochgeladen. Jo. Und ansonsten seht ihr, was noch möglich ist. Euro Truck wird auf alle Fälle in eine Runde kommen. Train Simulator lassen wir erstmal ein bisschen, weil ich habe echt Spaß ein bisschen durch die Welt. Train Simulator kommt natürlich auch eine Folge. The Crew hätte ich gern, aber da habe ich keine Zeit dafür. Jo. Das war's. Ansonsten, ich klopfe wieder dreimal auf meinen Holzkopf. Ich kann mich zurzeit überhaupt nicht beschweren. Mir geht's echt sehr gut. Und ich fühle mich fit tatsächlich.
auch von der Ernährung her, wie ich mich gerade ernähre, so ein bisschen fleischlos. Ich will es nicht fleischlos nennen, weil so 400 Gramm, denke ich mal so 500 Gramm die Woche ist dann doch immer Fleisch dabei. Aber ich merke, dass die Schwere, ich habe früher viel mehr so Zeugs gegessen. Jetzt koche ich auch mal, weil ich ein bisschen mir Zeit nehme, nicht die Zeit habe, sondern mir die Zeit nehme. Und es macht auch echt Spaß, sich selbst mal was zu kochen. Und dann lebt man tatsächlich auch ein bisschen gesünder und tatsächlich auch, zweimal wieder tatsächlich, Entschuldigung. Und man lebt auch ein bisschen billiger. Und nur ein bisschen. Also wenn man in den Warenkorb schaut, da ist manchmal gar nichts drin und den Preis dann in der Kasse sieht, da bekommt man leichter Schwitzen. Ich wünsche euch einen schönen April. Nehmt ihn so, wie er ist. Das ist das Beste. Nicht immer schimpfen aufs Wetter oder sowas. Man kann sich auch einpacken. Ich mache das immer so. Ich habe schöne Regenkleidung zum Beispiel auch und drehe meine Runden hier. Und das tut echt gut. Und vor allen Dingen auch die Sonne, Vitamin D, tut so gut, ich glaub's gar nicht. Ciao, ciao.